Hallo und willkommen zurück zu Bard's Tale. Wir haben letztes Mal die Riesen verkloppt, beziehungsweise die Wikinger, und ja, jetzt geht es weiter mit der Hauptgeschichte. Den kleinen Nebenteil haben wir erledigt. Wir haben die Stadt Stromness, Ruinen von Tara. Und da wurden wir aufgehalten. Ich wollte eigentlich mich dran vorbeischleichen, aber die wollten nicht. Oh, da sind wir die Stärkeren bei. Die verdammt Starken. Wow. Hat er fast unseren Ritter gekillt. Wow. Sind die stark. Ich werde euch verzaubern. Verzeihung. Eieiei. Also die sollte man nicht unterschätzen in dem Gebiet. Die sind echt ziemlich übel. Vor allen Dingen diese immer unsichtbar werdenden. Greenlands. Südliche Ebenen wollte ich gerade sagen. Kommen aber auch gerade nicht an denen vorbei. Drow feet! Okay, unser Hund hat die mal abgelenkt. Ich würde sagen, wir rufen mal unsere ganze Gruppe neu, weil irgendwie haben diese Magier uns gerade alles platt gemacht. Ich muss sagen, wow, sind die stark. So, gleich haben wir wieder alles beschworen und dann machen wir den letzten platt. Einer ist noch da. Ne, zwei. Und dann können wir weiterziehen. Wir müssen es versuchen. Okay, der hat nur einen Schlag im Auge. Okay, die ganze Truppe besteht aus diesen extrem hartnäckigen Gegnern, die brutalen Schaden austeilen. Wir warten mal kurz, bis alles hier hochgeheilt ist. Es kann gut sein, dass wir direkt wieder im nächsten Kampf landen, sobald wir raus sind. Ich werde natürlich versuchen wegzulaufen. Ja,
statt Stromnetz. Kapitel 11. Als der Barde sich der kleinen Wikingerstadt näherte, merkte er, dass hier alles ziemlich tot war. Wortwörtlich. Die Hölle hatte den Weg nach Stromness bereits gefunden. Und wie üblich war ihr der Barde dicht auf den Fersen. Eure Sorte hat hier keinen Zutritt. Was für eine Sorte meint ihr? Barden? Nein, die Lebenden. Ihr meint, um in diese Stadt zu kommen, müsste ich sterben? Ja, aber dabei können wir euch helfen. Sogar völlig kostenlos. Wie ungemein freundlich von euch. Jeden Tag eine gute Tat. Ich will keinen Ärger. Davon hatte ich weiß Gott schon genug. Ich will nur zu dieser Insel mit dem großen Turm. Kennt ihr den Weg dorthin? Der einzige Weg führt durch diese Stadt. Oder vielleicht sollte ich sagen, führte durch diese Stadt. Durch die Verbolgminen. Aber das braucht euch nicht zu kümmern. Ihr würdet nicht lange am Leben bleiben. Niemand tut das. Tja, bis auf den verrückten alten Fleischer und den Ladenbesitzer hatten wir in letzter Zeit Probleme, zu ihnen durchzukommen. Ja, der gute alte Hatcher, unser Fleischer. Seit er von seinem Hof vertrieben wurde, ist er nicht mehr ganz dicht. Also, ich sehe das so. Ich muss zu der Insel. Deswegen kann ich auch gegen euch kämpfen. Denn ob ich überlebe oder sterbe, ich komme auf jeden Fall rein. Das ist ein Argument. Natürlich. Sollen wir anfangen? Ja, und da die untot sind... kenne ich ja die Schwäche. Die brennen nämlich wie Zunder, die Jungs. Oh. Okay, wir sollten uns hier auf jeden Fall mal genauer umsehen. Ich scheine nämlich einige Sachen entdecken zu können. Oh. Okay, so wie ich das sehe, haben wir hier einen unendlichen Schwall an Gegnern. Bald wurde dem Barden klar, dass in Stromness eine wahre Bevölkerungsexplosion bevorstand. Immer wenn er einen Draugr tötete, erschien ein anderer, der seinen Platz einnahm. Ein ziemlicher Schlamassel, in dem sich unser Held da befand. Okay, hier sind überall Runen. Autsch. Mir mehr Erfolg, wenn wir wirklich durchrennen und einfach nur looten. Autsch. Autsch. Wenn ich da nicht überall hängen bleiben würde.
Verschwindet! Könnt ihr nicht lesen? Ich bin ein Reisender, der Bedarf an Ausrüstung hat. Ha! Darauf bin ich schon mal reingefallen. Seid ihr tot? Klinge ich etwa tot? Ja. Ich versichere euch, das bin ich nicht. Lasst mich rein. Das ist mir zu riskant. Wenn ihr den verrückten alten Fleischer holt und hierher bringt, lasse ich euch rein. Ihm vertraue ich. Mir vertraut ihr nicht. Aber einem verrückten Fleischer schon. Klingt logisch. Ich werde nicht umsonst verrückt genannt. Jetzt verschwindet. Oh, interessant. Sie können also nicht hier draußen rumrennen. Das heißt, jedes Mal... Oh, ein Troll. Guten Tag, mein Freund. Ihr müsst euch in diese gottverlassene Stadt verirrt haben. Die Toten verspüren hier anscheinend wenig Lust, tot zu bleiben. Sind wir mal wieder frech. Erstaunlich, wie rasch ihr das Offensichtliche bemerkt. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne eure Hilfe tun sollte. Keine Sorge, mein sarkastischer Freund. Meine Hilfe ist etwas, das ihr sicher so bald nicht bekommen werdet. Es tut mir leid, wenn ich euch gekränkt haben sollte, aber mein Weg war lang und beschwerlich. Falls ihr mir etwas geben könnt, das meine Reise leichter macht, wüsste ich das wirklich zu schätzen. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, einem freundlichen Kerl wie euch zu helfen. Bitte lasst mich euch dieses Lied beibringen. Ich hoffe, es wird euch auf eurer Reise von Nutzen sein. Okay. Haben wir noch so gerade die Kurve gekriegt. Wären wir jetzt nicht weiter unfreundlich gewesen, hätten wir das Lied nicht bekommen. Ich weiß, unser Ziel ist ja schon markiert. Das Gute ist, die versuchen immer zu folgen und sterben sofort. Ich werde die Gegner hier mal eher auslassen. Weil ihr seht ja selber, es bringt nichts zu kämpfen. Die sind sowieso unverwundbar. Das war unsterblich. Dankeschön. Rüstung der Lyr. Neue Rüstung. So, wir haben eine neue Rüstung gekriegt. Schauen wir uns mal die Rüstung an. Rüstung der Lyr. 7 bis 11. Guten Tag, mein reisender Freund. Ihr müsst entweder sehr mutig oder sehr dumm sein, heute durch diese Stadt zu laufen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Toten scheinen aus ihren Gräbern zu steigen. Sind wir mal wieder nett, weil eben haben wir wenigstens was dafür bekommen. Ich bin weder mutig noch dumm. Nur ein einfacher Reisender, der einen Weg in die Firbolg-Minen sucht. Wenn ihr dorthin wollt, seid ihr wirklich dumm. Im Vergleich zum Flossenvolk in den Minen ist alles in der Stadt hier das reinste Kinderspiel. Um das Flossenvolk werde ich mich kümmern, wenn ich dort bin. Aber erst muss ich die Untoten überwinden. Könnt ihr mir irgendwie dabei helfen? Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich euch helfen kann. Aber ich will euch einen Rat geben. Ich habe einen Bruder, der sich beim Laden herumtreibt. Er wird einem freundlichen Kerl wie euch vielleicht helfen. Jetzt geht und überlasst mich meiner Musik. Ich würde tatsächlich nochmal den Spielstand laden. Wo waren wir? Ah ja, der Bade hatte sich wieder einmal zum Trottel gemacht. Und dann... Weil ich denke nämlich mal, dass wir hier vielleicht noch was mehr rausholen können.
Er hatte nämlich gerade Musik erwähnt. Vielleicht hat er nämlich noch ein Lied, was wir hätten bekommen können, wenn wir die ganze Zeit unfreundlich gewesen wären. Naja, den Priester nehmen wir mit. Wir müssen ja sowieso noch einen gewissen Betrag erreichen. Für einer der Trophäen. Das Glück sei euch heute. Da wir ja jetzt klüger sind und wissen, dass die Gegner hier nicht sterben oder nicht tot bleiben. Als der Barde sich der kleinen Wikingerstadt nähert. Und weiter! Ich überspringe das einfach mal, weil den Text kennen wir schon. So, ich weiß jetzt, wo hier Punkte sind, wo man was abgrasen kann, und das werden wir auch tun. Danke. Ich stehe euch bei. Und die für Abdeckung sorgen, hol ich mir die nächste Truhe. Verschwindet. Könnt ihr nicht leben? Das ist wirklich nichts Neues für mich. Autsch. Guten Tag, mein Freund. Ihr müsst euch in diese gottverlassene Stadt verirrt haben. Die Toten verspüren hier anscheinend wenig Lust, tot zu bleiben. Keine Sorge, mein Freund. Ich werde nicht lange bleiben. Mein Abenteuer führt mich sicher bald fort. Oh, ein Abenteuer! Wie aufregend! Vielleicht kann ich euch mit einem magischen Lied weiterhelfen, wenn ihr euch als würdig erweist. Ich weiß nicht, wie würdig ich bin, aber ich weiß, dass ich die Hilfe gebrauchen könnte. Es wäre sehr freundlich von euch. Jede Form von Unterstützung ist willkommen. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, einem freundlichen Kerl wie euch zu helfen. Bitte lasst mich euch dieses Lied beibringen. Ich hoffe, es wird euch auf eurer Reise von Nutzen sein. Wir werden jetzt gleich auch mal einen kleinen Zwischensave machen, wenn ich die letzten Ruhen geholt habe. Bald wurde dem Barden klar, dass in Stromness eine wahre Bevölkerungsexplosion bevorstand. Immer wenn er einen Draugr tötete, erschien ein anderer, der seinen Platz einnahm. Ein ziemlicher Schlamassel, in dem sich unser Held da befand. Dass sie auch nie tot bleiben können. Eine Runde. Blut eingesackt und weiter. Ja. Ah, da ist noch eine Kiste. Aua. Ich habe es zum Beispiel gar nicht gesehen gehabt bei den ganzen Horden, die hier rumrennen. Autsch. Aktuell habe ich nur einen Plan, und das ist alles einsacken und dann kurz zwischenspeichern, und dann reden wir nochmal mit dem Joe, allerdings mal auf die unfreundlichere Variante. In dem Fall er jetzt positiv zu sein scheint.
So. Das lief doch ganz gut. Die Gegner hier sind ja nicht sonderlich stark, aber nervig, weil nicht kaputtbar. Also nicht dauerhaft kaputtbar. Guten Tag, mein reisender Freund. Ihr müsst entweder sehr mutig oder sehr dumm sein, heute durch diese Stadt zu laufen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Toten scheinen aus ihren Gräbern zu steigen. Wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich suche nur einen Flecken Land, auf dem ich mir ein Haus bauen kann. Ich hatte überlegt, mich hier zur Ruhe zu setzen. Haha, ihr seid ein sarkastischer Kerl. Das gefällt mir. Vielleicht kann ich euch mit einem magischen Lied weiterhelfen, wenn ihr euch als würdig erweist. Ich weiß nicht, ob ich würdig bin, aber ich weiß, dass ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Bitte gebt mir das Lied und ich werde es gut einsetzen. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich euch helfen kann, aber ich will euch einen Rat geben. Ich habe einen Bruder, der sich beim Laden herum... Das ist wirklich nichts Neues für mich. Okay, also wir müssen durchgehend arschig bleiben. Wo waren wir? Ah ja, der Bade hatte... Ich habe mich außerdem verdrückt gehabt. Ich wollte eigentlich beide Antworten unfreundlich nehmen. Also da, bei dem Bruder müssen wir immer freundlich sein und bei ihm hier immer unfreundlich. Hier liegt noch etwas Geld. Guten Tag, mein reisender Freund. Ihr müsst entweder sehr mutig oder sehr dumm sein, heute durch diese Stadt zu laufen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Toten scheinen aus ihren Gräbern zu steigen. Wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich suche nur einen Flecken Land, auf dem ich mir ein Haus bauen kann. Ich hatte überlegt, mich hier zur Ruhe zu setzen. Haha, ihr seid ein sarkastischer Kerl. Das gefällt mir. Vielleicht kann ich euch mit einem magischen Lied weiterhelfen, wenn ihr euch als würdig erweist. Bislang bin ich auf meiner Reise nur zwei Sorten von Leuten begegnet. Denen, die mir geholfen haben, und denen, die ich getötet habe. Zu welcher Sorte gehört ihr? Sehr gut. Es ist mir eine Ehre, einem fiesen Kerl wie euch zu helfen. Bitte nehmt dieses Lied. Möget ihr euch guter Gesundheit erfreuen, wenn ihr es spielt. Oh. Verbesserter Lebenszauber. Aha, habe ich richtig gelegen. Bei ihm müssen wir ein Arsch sein. Hatcher. Ihr müsst dieser verrückte alte Fleischer sein, von dem ich gehört habe. Ach, ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Wie bitte? Lass dieses Spielchen, Garrett. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie die Drauger dich erwischt haben. Aber ich muss mich wohl geirrt haben, denn du bist ja hier. Ich fürchte, ihr sprecht mit dem Falschen. Dummes Zeug. Ich werde doch wohl meinen eigenen Bruder erkennen. Ja, da habt ihr vermutlich recht. Es ist eine ganze Weile her, Bruder. Das kann man wohl sagen. Es war ganz schön hart in den letzten Wochen, allein hier zu überleben. Naja, der alte Ladenbesitzer ist noch da, aber der ist verrückt. Es ist furchtbar, wenn die einzige Person, die einem Gesellschaft leisten kann, verrückt ist, nicht wahr? So ist es. Und das schon seit... Mein Junge. Mein einziger Sohn. Alles in Ordnung? Bruder? Was? William! William, du bist es! Mein Sohn! Ich kann es kaum glauben und ich dachte schon, ich hätte dich verloren, als du loszogst, um nach dieser Axt zu suchen. Bei den Göttern! Bleib mir vom Leib, alter Mann! Es ist keine Schande, seine Zuneigung öffentlich zu zeigen, Junge. Du bist mein einziger Sohn und außerdem kann uns niemand sehen. Niemand Lebendes zumindest. Vielleicht abgesehen von dem verrückten Ladenbesitzer. Ich unterbreche dich ja ungern, Vater. Aber kennst du den Weg in die Firbolg-Minen? Was? Natürlich, Junge! Du weißt doch, dass unser Hof direkt neben dem Mineneingang ist. Unsere Familien haben seit Generationen mit den Firbolg gehandelt. Prima. Lass uns zum Hof gehen, Papa. Du gehst besser voran. In der ganzen Aufregung habe ich den Weg vergessen. Wir müssen über den Friedhof gehen. Oh, natürlich. Über den Friedhof. Wenigstens einmal hätte es ja über Blumenwiesen gehen können. Der Barde dachte, da habe ich wohl einen neuen Freund gefunden.
und er freute sich schon darauf, nach der ganzen Sache bei einem kühlen Bier endlose Stunden mit dem verrückten alten Fleischer zu verbringen. Oh, haltet die Klappe. Ihr wisst ganz genau, dass ich das nicht denke. Was meinst du, mein Sohn? Nichts, ihr verrückt. Vater. Oma, komm, Oma, sei so gut und schlag diese Ballen ein, ja? Das ist der Baum, von dem ich heruntergefallen bin. Dabei habe ich mir die Hand gebrochen. Na, was für ein Glück, dass ihr euch nicht das Genick gebrochen habt. Hilde, komm hier entlang. Hier entlang, Bruder. Hilde, komm hier entlang. Hier entlang, Bruder. Alter, sind das viele. Hier entlang, Bruder. Jetzt reicht's mir aber langsam. Hilde, komm hier entlang. Oma, komm, Oma, sei so gut und schlag diese Ballen ein, ja? Lass ihn in Ruhe. Oma, komm. Hier entlang, Bruder. Und so endet unsere Geschichte mit dem tragischen Tod unseres Helden. Wow, so viele Gegner. Ich habe mich jetzt gerade so darauf konzentriert, dass er nicht stirbt, dass ich gar nicht auf meine eigene Lebensenergie geachtet habe. Wow, ist das schwer. Okay, wir wagen einen neuen Versuch im nächsten Part. Bis dann.